Hallo zusammen, hier ist die Shalia und ich bin auf dem Spaziergang mit Duke hier heute. Warte mal, ich zeige euch, vielleicht kriegen wir den. Duke, hi Duke. Der freut sich wie Anton, weil er heute früher rausgehen wollte und ich konnte es ihm möglich machen und dann haben wir uns hier auf den Weg in den Wald gemacht. Es ist saukalt. Ich müsste heute tatsächlich 2 Schals anziehen, zusätzlich zu der Mütze. Und ich hoffe, meine Hand fällt nicht ab, während ich erzähle. Ich habe gedacht, vielleicht hast du einfach ein bisschen Lust, mit mir ein paar Minuten abzuhängen hier in der Mittagspause. Und dass ich weitere erzähle über meine Erkenntnisse aus der letzten Woche in Griechenland. Und bevor ich mit dem Erkenntnis Nummer 1 beginne, wollte ich dem Leek danken. Leek, danke schön für dein Feedback zum letzten Video. Leek hat nämlich das gehört von Dein Körper ist ein Wahrheitserzähler und Dein Gehirn ist ein Geschichtenerzähler und er hat es ein bisschen korrigiert und hat gemeint, der Körper macht einfach, es ist ein Action-Teller und dein Gehirn erzählt Geschichten darüber und die Wahrheit ist, dass es uns gar nicht gibt. Und da hat er so recht. Also vielen Dank für diese Korrektur, Leek, und an alle anderen, die an die Erkenntnisse teilnehmen und auch Gedanken dazu haben, teil sie mir mit. Ich denke wirklich tatsächlich weiter darüber nach und lass sie in meinen eigenen Sehend hineinfließen. Erkenntnis Nummer 2 aus Griechenland und es geht sowas wie in diese Richtung. Vielleicht kennst du das auch in deinem Business. Manchmal haben wir sowas wie absolute Klarheit in unserem Verstand. Wir sehen ein Ziel vor Auge, wo wir hingehen wollen und vielleicht sind uns auch sogar die Schritte klar, wie wir dorthin kommen. Und es ist dann nur eine Sache von Zeit und Ressourcen, um das zu machen. Und manchmal in unserem Leben und in unserem Business, wir haben keine Klarheit, sondern was wir haben, ist eine Art von Emerging. Das ist das Wort, was immer wieder zu mir gekommen ist in Griechenland in der letzten Woche. Das ist ein englisches Wort und auf Englisch sagt es natürlich alles aus und auf Deutsch ist es vielleicht gar nicht so klar. Und zwar, Emerging ist das Wort, was heißt so viel wie, stell dir ein tiefes Ozean und unten drunter ist ein eigentlich Floating Object und es kann unten gar nicht bleiben, es muss an die Oberfläche, allein seiner Konsistenz wegen. Und langsam taucht es auf von weit unten nach ganz oben und kommt an der Oberfläche. Und irgendwann ist es dann an der Oberfläche des Meeres und das ist für uns ersichtlich. Aber es war die ganze Zeit, den ganzen Weg am Aufkommen und wir haben es gar nicht gesehen, aber vielleicht gespürt. Und das war mein Erkenntnis von letzter Woche. Manchmal haben wir Klarheit und wir wissen genau, wo wir hin wollen. Und manchmal verändert sich was in unserem Business. Bei mir ist das gerade so, dass die Art und Weise, wie ich die letzten 10 Jahre mein Business gemacht habe, wie ich gelehrt habe, was ich gedacht habe, war richtig und wahr. Ich merke, das wird wahrscheinlich nicht die Art und Weise, wie ich mein Business führe und die Botschaft, die ich habe, in den nächsten Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, wer weiß es. Aber ich könnte nicht mit Nigelnagelklarheit dir sagen, was die Veränderung genau ist. Nein. Ich merke einfach, da taucht etwas auf und unten ist something is emerging und alles, was ich beobachten kann, ist, dass irgendwas kommt, dass irgendwas sich verändert, dass irgendwas anders wird. Und vielleicht kennst du diesen Spruch, auf Deutsch habe ich den so oft gehört, nämlich die Idee, der Weg entsteht, während wir ihn gehen. Das heißt, wir denken uns,
Ah, ich spüre da was. Da ist was, was sich verändert. Ich mache einen Schritt in die Richtung dieses Gefühls. Und während ich das mache, begegnet mich der Boden. Der Boden fängt mich auf. Und dann habe ich eine Erkenntnis, ah, das ist der nächste Schritt. Und ich mache dann den nächsten Schritt und der Boden kommt. Ich mache, sagen wir mal, auf meine Füße. Und der Boden kommt und fängt mich auf. Und der Weg entsteht, während wir gehen. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du das in deinem Leben erlebt. Vielleicht bist du ein Freund von solchen Entstehungsprozessen. Ich war es in der Vergangenheit tatsächlich nicht. Immer wenn bei mir etwas am Emerging war, ich war immer sehr unruhig, ich wollte Klarheit haben und ich habe teilweise alles getan, um Klarheit zu kriegen. Mentoren gebucht und mit anderen gesprochen und was auch immer ich tun musste, um diese Klarheit herbeizuführen, also zu forcieren. Und heute ist für mich was ganz Süßes in diesem Emerging-Idee. Okay, schön und gut, sagst du, aber das ist natürlich für einen im Business-Kontext manchmal ein bisschen schwierig. Warte mal ganz kurz. Duke, komm, wir gehen in die andere Richtung. Komm. Good boy. Good boy. Schau mal hier. Du kriegst einen Snack. Ich muss Duke natürlich auch mitbringen. Komm, Duke, wir gehen in die Richtung. Und zwar... Bei mir hat es heute so ausgesehen. Ich war in einem Meeting mit Rai Baumeister. Hallo Rai an dieser Stelle. Rai ist ein fabelhafter Online-Business-Experte, der sich in den letzten Jahren vor allem mit Facebook-Anzeigen-Marketing spezialisiert hat. Und ich arbeite mit ihm zusammen in diesem Kontext. Und die fabelhafte Simone Förster war auch dabei aus meinem Team. Hallo Simone, falls du zuschaust. Und ich habe den beiden von diesem Gefühl von Emerging erzählt. Und das, der Witz war, wir haben die letzten 3 Monate damit verbracht, gemeinsam als Team einen Trichter aufzubauen, das zu Programmen führt. Und wir haben sowas wie ein Riesenschiff aufgebaut mit Landingpages und ein Webinar oder mehrere Webinare mit Autoresponder-E-Mails und Hinführung auf gewisse Kennenlerngespräche und Pakete in Programme. Und ich habe gedacht, ja, das ist schön und gut. Während dieses Emergings lassen wir das einfach laufen. Das läuft einfach weiter so wie bisher. Und gleichzeitig, neben diesem großen Schiff von der Vergangenheit, wenn man so will, habe ich das Bedürfnis gehabt nach so kleinen Speedboats. So haben wir die immer genannt in der Agentur, diese kleinen Speedboats. Das ist die Idee, dass ich heute einfach mit euch abhänge in der Mittagspause und vielleicht eben, das ist ein Schritt mit euch einfach abzuhängen und über diese Erkenntnisse zu sprechen. So einfach ist das. Und dann lege ich auf und dann bin ich wieder in der Mittagspause bei Duke und dann mal schauen, wo das hinführt. Ich habe keine Ahnung. Es ist nicht ein voll ausgereifter Trichter mit einer Absicht. Das ist sehr absichtslos. Nur die Freude, die leitet. Ja. Anyway, das war die konkrete, oder das konkrete Ergebnis auf diese Fragestellung. Ja, was machen wir, wenn ein Emerging vorhanden ist in unserem Business und unser Marketing noch läuft? Wir haben noch diese Website, wir haben noch die anderen Trichter laufen, aber da verändert sich was. Ja, wir dürfen das ganz entspannt nehmen und neben den Schiffen die ganzen Speedboats ausfahren und Freude haben. Ganz easy going. Anyway, das war es von mir heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mit mir und mit Duke abzuhängen. Duke, sagst du Hallo? Sagst du Hallo, Duke? Duke weiß gar nicht, was um ihn geschieht. Normalerweise bin ich ganz bei ihm. Wir rennen auch gleich los, Duke. Keine Sorge. Euch einen schönen Tag und vielleicht wieder morgen in der Mittagspause. Mal schauen, wo die Freude mich hinführt. Und schreib deine Kommentare unterhalb des Videos, ob du das so kennst mit diesem Emerging. Und was tust du, wenn sowas quasi auftaucht von den Tiefen und du es noch nicht sehen kannst? Das würde mich sehr interessieren zu erfahren. Bis demnächst. Tschüss.